Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um das E-Hat, ein Hi-Hat-Synthesizer, was ihr damit machen könnt und warum der Signalweg so ein bisschen kreativ ist, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, da ist das gute Stück, das E-Hat. Ganz normales Bitwig-Device mit einem Ein- Ausschaltknopf. Hier kann man die Presets laden, hier kann man den Namen ändern, hier kann man die Fernsteuerung auf- und zuklappen, die verbunden sind mit diversen Knöpfen hier. Und unten links kann man die Modulationsleiste einblenden oder wieder ausblenden. So, das E-Hat hat mehrere Sektionen, und zwar es fängt an mit Attack und Decay, was man ja von der ADSR-Hüllkurve kennt. Und das E-Hat hat zwei Soundquellen eigentlich. Das eine ist eine Noise-Soundquelle, die man hier mit einem Kammfilter kombinieren kann. Und das andere ist eine FM-Modulationsquelle oder FM-Soundquelle, die man mit der Noise mischen kann oder jeweils entweder das eine oder das andere oder eben gemeinsam abspielen kann. Und zum Schluss gibt es dann noch einen High-Pass-Filter mit einem High-Pass-Resonanzfilter. Das heißt, der Weg, wie der Sound entsteht, fängt hier mit Attack und Decay an, je nachdem, wie ich das einstelle. So klingt das. Und wenn ich jetzt Attack hochziehe, kann ich hier mal den Clip laufen lassen. Verändert sich dann natürlich auch dann der Sound. So, und man hört ja schon, dass da irgendwo ein bisschen Rauschen dabei ist und so ein kleines Klicken am Anfang, was durch den FM-Sound erzeugt wird. So, und vom Signalfluss ist das so, dass quasi hier geht das Ganze los über den Attack und Decay. Dann haben wir das Noise, das Rauschen, was man hier schon auf jeden Fall hört. Und hier hat man noch den Kammfilter, wo ich die Frequenz einstellen kann. Und je nachdem, wie ich das Feedback des Kammfilters einstelle, hört man das ein bisschen besser. Negatives Feedback oder positives Feedback. Da hört man dann so ein bisschen das Phasing, das da stattfindet. Und den Filter kann ich natürlich auch komplett auch wieder rausmischen, beziehungsweise zu gewissen Anteilen oder komplett reinmischen. So, das ist so der erste Teil. Die zweite Hälfte ist eben diese FM-Soundquelle. Wenn ich jetzt den Kammfilter hier komplett rausnehme oder jetzt einfach mal drin lasse, ist egal, kann ich zwischen diesen beiden Quellen, also dem Rauschen mit dem Kammfilter und der FM-Soundquelle, kann ich mit diesem Mixknopf, der trennt quasi diese beiden Quellen voneinander. Wenn ich den jetzt hier so komplett rüberschiebe, dann wird das hier ausgegraut und ich habe quasi nur noch das Rauschen mit dem Kammfilter. Und wenn ich den Mix reinpacke, habe ich wieder die FM-Hits. Und wenn ich das ganz rübernehme, dann habe ich nur noch den FM-Teil. So, und bei dem FM-Teil habe ich natürlich hier meinen Carrier und hier den Modulator, den ich hier auch noch mal entsprechend anpassen kann. Zum Beispiel kann ich ihn hier zum Zwitschern bringen und die Frequenz von den Zwitschern noch so ein bisschen Also kann ja jede Menge unterschiedlicher Modulationen an den Start bringen. Das war ein bisschen sehr heftig.
Und wie gesagt, mit dem Filterknopf hier unten rechts filtere ich dann zwischen Noise- und Kammfilter und der FM-Soundquelle. Und beide Soundquellen werden natürlich über diesen Attack-Decay-Schalter oder Einheit gesteuert. So, wenn quasi der Signalweg durch die Attack-Decay durch ist und diesen beiden Filtern, die durch den Mix-Filter hier unten gesteuert werden, geht das Ganze noch in einen Hochpassfilter rein mit einem Hochpassfilter-Resonanz, mit einer Hochpassfilter-Resonanz. Und ich kann den gesamten Sound jetzt noch die tiefen Anteile wegnehmen oder eben komplett reinnehmen bis 800 Hertz oder eben nur so ein ganz leichtes im oberen Bereich und hier eben auch noch die Filterresonanz mit reindrehen. So, das heißt nochmal, Signalweg, Attack Decay rein, dann kommen die beiden Filter, die beiden Soundquellen hier rein, also das Rauschen mit dem Kammfilter und der FM-Soundquelle. Dann geht es hier in diesen Hochpassfilter rein mit dem Resonanzfilter und wenn der ganze Weg dann durch ist, geht es hier in die globale Sektion rein mit dem Effekte-Container, dann habe ich hier wieder die Velocity, also die Anschlaglautstärke. Dann kann ich das ganze Hi-Hat noch so im Panoramafeld ein bisschen verteilen. Und schließlich lande ich dann bei dem Output, also der Gesamtlautstärke des Devices. So, das war's auch schon wieder von dem E-Hat. Ich finde, das ist ein sehr interessanter Hi-Hat-Synthesizer. Und ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.